Mascha Dimitri, Ihr Vater ist gestorben und auch schon begraben worden. Wie gehen Sie mit diesem Schmerz und auch mit dem großen Medienrummel um? Ja, eine gute Frage, aber ich stelle mir einfach vor, er hat so viele Jahre in seinem Leben mit Rummel umgehen müssen, dass ich jetzt das irgendwie wie übernehme. Und der Schmerz, der ist da und der wird länger da bleiben. Und ich spüre ihn aber für mich so nah, dass das vielleicht wie ein Stafettenlauf ist, der geht jetzt und wir machen weiter. Sie haben da den Stafettenlauf auch zeitenweise mit Ihrem Vater selber absolviert, mit Theaterproduktionen. Sie haben sicher sehr viele schöne Erinnerungen an solche gemeinsamen Momente. Ja, sehr viele, sehr, sehr viele. Wir haben so unglaublich viel zusammen gemacht, auch in den letzten Jahren. Und sei es kreativ, sei es administrativ, sei es organisativ, sei es Sachen, die ich ihm aus der Hand nehmen konnte. Ja, wirklich, ich bin ihm sehr nahe gestanden in all der Zeit. Was ist Ihre schönste Erinnerung an Ihren Vater, Mascha Dimitri? Ich glaube, das ist immer dieses Positive, dieses Unermüdliche, immer das Schöne zu finden und zu suchen und alle Menschen zu berücksichtigen. Mascha, wie würden Sie persönlich das große Erbe Ihres Vaters weitertragen? Wie sieht, um es so zu formulieren, die clowneske Zukunft des Teatro Dimitri in Verso und auch der angegliederten Schule hier in Verso aus? Das werden wir sehen. Es ist alles so nah und so jung und so frisch. Also wir sprechen natürlicherweise schon jahrelang von dieser Erbschaft, weil er ist auch oft angehalten worden. Dimitri, wie geht es weiter? Was willst du? Und ich denke, er war so zuversichtlich in uns Kinder, dass er gar nicht wollte, also so zuversichtlich, dass wir Kinder einfach wissen, wie das Erbe weitergehen soll.